Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Bubble Time. Heute, beziehungsweise jetzt, das angekündigte Video zu RB, beziehungsweise zu meiner Meinung zu RB Leipzig, zu Rasenballsport oder wie es im Volksmund genannt wird und vollkommen korrekt genannt wird, Red Bull Leipzig, ja, oder Rattenball, wie auch man es nennen will. Ey, auch so eine lächerliche Verunglimpfung, aber dazu kommen wir später. Heute gibt es meine Meinung zu RB. Ich möchte bitte, dass, wenn ihr eine Meinung habt und diese äußern wollt, bitte ohne Beleidigung oder jegliches weiteres in die Kommentare unten reinschreiben. Objektivität ist ganz wichtig. Ich weiß, dass vielen das schwerfällt. In manchen Situationen fällt es mir auch schwer, aber in der Situation muss man es jetzt einfach sein, denn alle beleidigenden bzw. unangebrachten Kommentare werde ich löschen und die werden dementsprechend einfach nicht zur Diskussion weiter beitragen. Ich werde auch in den Kommentaren eventuell ein bisschen was schreiben, je nachdem, wie mir das Ganze da unten gefällt. Und dann schauen wir mal, aber wir gehen jetzt erstmal darauf ein, was ich überhaupt meine. So, in den letzten Monaten wurde der Hate gegen RB immer größer, denn sie werden in die Bundesliga aufsteigen. Das war vorhersehbar vor Beginn der Saison und das ist in den letzten Monaten natürlich einfach abgezeichnet. Die Frage ist jetzt, warum gibt es so einen großen Hass gegen RB? Ganz einfach, weil RB dahinter steht. Red Bull als großer Konzern und Dietmar Mateschitz als absoluter Mäzen sozusagen des Vereins stehen dahinter und versuchen, diesen Verein konkurrenzfähig zu machen für die erste Liga. Natürlich haben sie in den letzten Jahren bereits durch sehr viel Geld, das ausgegeben wurde, auf sich aufmerksam gemacht. Allerdings muss man dazu sagen, und das werde ich direkt sagen, RB hat ein klares Konzept und kauft nicht einfach irgendwie so wild in der Gegend rum und versucht irgendwie dadurch Erfolg zu haben. Die haben ein klares Konzept, die haben ein geniales Konzept und dieses Konzept muss man berücksichtigen und muss man vor allem auch anerkennen. Gucken wir uns einfach mal die Situation von RB an. Momentan Tabellenzweiter. Natürlich im Sommer einiges an Geld ausgegeben, da kann man absolut nichts gegen sagen. Und allgemein in den letzten beiden Spielzeiten. Wie kommt das zustande? Natürlich haben sie das Geld durch RB, ne, durch Red Bull. Das ist ganz logisch. Das ist das gleiche wie bei Wolfsburg beispielsweise. Bei Wolfsburg war es aber beispielsweise zu Magaths Zeiten viel schlimmer. Wirklich viel, viel schlimmer. Auch da war großer Hass gegen Wolfsburg, aber in meinen Augen nicht ganz so groß wie gegen RB momentan, weil VW dahinter stand. Und man muss da, also man muss da wirklich sagen, die haben ein Konzept dahinter, was Wolfsburg beispielsweise überhaupt nicht hatte, aber wirklich gar nicht im Vergleich dazu. Sie sind momentan Tabellenzweiter, sie haben sich also schon mal nicht auf Tabellenplatz 1 gekauft. Man kann natürlich sagen, sie haben extrem viel Geld für Spiele ausgegeben, für die man nicht so viel hätte bezahlen müssen, aber RB kauft Talente und Talente kriegst du niemals für den Marktwertpreis, gerade wenn sie noch Vertrag haben. Und sie wollen die jetzt haben, weil sie sie selber weiterentwickeln wollen und weil sie einfach das auch können. Das beweisen sie mit ihr, wenn man sich den Kader anguckt, bei so vielen verschiedenen Spielern. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Zunächst einmal nochmal, ich sag so oft zunächst einmal, jetzt nochmal kurz zur Jugendarbeit allgemein von RB. Salzburg. Leipzig hat das beste Nachwuchsleistungszentrum, was es in ganz Deutschland gibt. Da kommt nicht mal Bayern ran, nicht mal ansatzweise. Die haben so geniale Jugendmannschaften, die arbeiten so heftig und wir werden aus der RB-Jugend so viele Spieler in den nächsten Jahren wirklich erfolgreich im deutschen bzw. Weltfußball sehen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Es gibt auch viele, die sagen, Mateschitz wird irgendwann sein Interesse daran verlieren, wenn RB nicht direkt Erfolg hat. Glaube ich absolut nicht, denn dieses Projekt ist nicht auf sofortigen Erfolg ausgelegt, sondern auch Erfolg in der Zukunft. Die wollen in ein paar Jahren Bayern und Dortmund Konkurrenz machen und das können sie mit dem, was sie am Kader zusammen haben. Es ist absolut stark, was die in den letzten Jahren gemacht haben, beziehungsweise was sie verpflichtet haben und was sie in den kommenden Jahren verpflichten werden. Gucken wir uns mal an, was sie letzten Sommer gemacht haben. Wir haben da beispielsweise einen Davy Selke. Das war wohl der kontroverseste Transfer, denn der ist von Bremen zu Leipzig gegangen. Bei Leipzig läuft es für ihn noch nicht so ganz, allerdings gilt er als mit das größte deutsche Stürmertalent und das vollkommen zu Recht, denn der Typ hat einfach was drauf. So, was musst du machen, um einen so talentierten Spieler, bei dem das Talent hinreichend bekannt ist, von einem Bundesligisten loszueisen, der selber auf dieser Position nicht gerade gesegnet ist? Ganz einfach, du musst Geld ausgeben. 8 Millionen sind viel, gar keine Frage. Er hat momentan einen Marktwert von, ich glaube, 4 Millionen, genau. Ich glaube, der ist sogar gesunken bei ihm. Aber das ist nur der doppelte Marktwert. In England werden extrem höhere Preise bezahlt für weniger talentierte Spieler. So, und Selke hat in seiner Saison jetzt hier bei RB Leipzig vielleicht nicht unbedingt den absolut explosivsten Durchbruch gehabt, den man sich hätte vorstellen können, aber er hat solide gespielt und er ist aufgestiegen, er wird in der Bundesliga spielen, was eventuell Bremen nächstes Jahr nicht mehr machen wird. Und Bremen hat auf jeden Fall weniger Perspektive als Leipzig. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn es ein Traditionsverein ist, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz haben sie eine kleinere Perspektive. Zu den Fans und zur Tradition komme ich übrigens am Ende dieses Videos. So, nächster Transfer, Artin Schnukan. Ebenfalls 22 Jahre alt, Selke ist übrigens 20, darf man nicht vergessen, der ist am Anfang seiner Karriere, genauso wie Schnukan. Der ist 22, wurde von Galatasaray geholt, soweit ich mich erinnere, nee, von Beşiktaş, Entschuldigung, hat 5 Millionen gekostet. Auch doppelter Marktwert, aber auch ein Riesentalent. Marcel Halstenberg vom FC St. Pauli, mittlerweile Marktwert auf 2,5 Millionen, vor der Saison für 3,5 geholt. Das ist nicht unbedingt eine Summe, die man irgendwie, wo man sagt,
boah, das ist viel zu krank. Das ist für so einen Spieler, der auch bei 96 beispielsweise im Gespräch war, eine vernünftige Summe. Und der hat sich wirklich klasse entwickelt. Der ist in meinen Augen ein richtig genialer Linksverteidiger. Und der könnte irgendwann ja mit Hector zusammen eventuell für das Außenverteidigerproblem die Lösung sein in der deutschen Nationalmannschaft. Willi Orban haben sie für 2 Millionen, ich glaube, per Ausstiegsklausel geholt. Der letzte Mal von 2,5 Millionen. Und Orban geht von Lautern. Wir sehen es die Saison. Lautern spielt nicht oben mit. Die haben momentan keine Perspektive. Lautern ist mehr das, was mal war. Geht dazu vor allem mit riesiger Perspektive und wird der Stamminnenverteidiger mit 22 Jahren. Ganz ehrlich, perfekter Schritt gemacht und für RB auch eine super Sache, ein super Investment. Der Kerl wird irgendwann diesen Marktwert von 2,5 Millionen, spätestens nach dem Aufstieg, wird er auf 5, 6 Millionen hochgehen. Dann kriegen sie wahrscheinlich Angebote für 10 Millionen oder sowas. Allein das Wirtschaftliche ist genial. So, Dmitri Skopinchev, habe ich noch nichts von gehört, aber das ist ein Leihspieler, den sie momentan an Liefering ausgegeben haben. Und das ist auch eine ganz große Sache, denn sie verleihen sehr viele Spieler direkt wieder. Beispielsweise diesen Liefering, diesen Skopinchev. Sie geben ihm Spielpraxis bei anderen Vereinen, das heißt, sie wollen, dass er sich weiterentwickelt. Der ist 18 Jahre alt, der wird sich weiterentwickeln, gar keine Frage. So, dann haben sie Gulaschi geholt von RB Salzburg, ist in Ordnung. Ken Gibson haben sie geholt aus der Jugend von Stuttgart, auch vollkommen in Ordnung. Der spielt, glaube ich, momentan in der A-Jugend, könnte ich mir zumindest vorstellen, beziehungsweise eventuell auch in der zweiten Mannschaft. In der A-Mannschaft hat er momentan keine Chance, Rechtsverteidiger. Da haben wir nämlich einen, wie heißt er denn nochmal? Ach ja, genau, Klostermann, den sie von Bochum geholt haben, der einfach auch richtig, richtig stark ist. So, dann haben wir Stefan Ilsanker, den haben sie auch von Salzburg geholt. Das ist ja der Partnerverein. Und auch, dass sie von da Spieler holen, die erfahren sind und die guten Fußball spielen, ist in meinen Augen sehr legitim. Und ansonsten hast du da nur Spieler, die sie geholt haben, die einfach von der Leihe zurückgekommen sind. Beispielsweise einen Bruno von Salzburg oder einen Sabitzer von Salzburg oder einen, was haben wir denn da noch, Fandrich von Aue. Ja, das sind alle Spieler, die in meinen Augen nicht irgendwie, ja, zu sehr geil. Natürlich war Bruno teuer, ja. Aber Bruno ist 21 Jahre alt, gilt als das superbelgische Talent. Sein Markt wird mittlerweile deutlich gesenkt auf 2,5 Millionen. Aber auch der hat eine große Zukunft vor sich. Und Sabitzer hat gestern erst mit diesem genialen Pass gezeigt, was der drauf hat. Also in meinen Augen haben die eine extrem hohe Kaderqualität und eine extrem hohe Kaderstärke, gerade auf die Zukunft betrachtet. Wir haben da, wenn man mal schaut, keinen Spieler, der irgendwie in Zukunft eine große Rolle spielen wird, der älter ist als 23 oder so. Okay, im Tor, da werden sie nachlegen, das wissen wir ja bereits. So, Orban ist 23, Nukan ist 22. Dann hast du dazu, okay, einen Compare, der aber als Routinier auf jeden Fall funktioniert. Halstenberg ist 24, in Ordnung. Rechts, Klostermann ist 19, auch vollkommen okay. Ein Teigl, gut als Ersatz, der ist 25. Dann hast du einen Ilsanker, gut, der ist 26, aber der wird, denke ich mal, als Ergänzungsspieler beziehungsweise als erfahrenerer Spieler einfach auch eine wichtige Rolle spielen. Kedira hast du dann, Demme hast du dann, die sind 22, 24, Strauß, Hierländer und so weiter, die sind alle noch relativ jung. Idrissa Touré ist 17, Bruno, dann kommen wir jetzt mal zur Offensive, 22 Jahre alt, Forsberg 24, Kaiser, der ist 27, aber der ist Kapitän und der ist schon seit Ewigkeiten da. Dann hast du den Paulsen, der ist 21, ein Sabitzer 22, ein Selke 21, gut, Terence Boyd 25, aber dann Quaschner mit 22 und Diawousier mit 18. Leute, das sind unglaublich junge Spieler und die werden in Zukunft einfach so viel wert sein. Auch in Forsberg. Mir wurde gestern gesagt, der haben sie doch als kompletten Spieler gekauft. Was? Der hat sich doch bei RB viel weiterentwickelt. Der ist unglaublich stark. Der ist in meinen Augen der beste Spieler der zweiten Liga. Hat einen Marktwert von 4 Millionen. Das ist auch erst 24 Jahre alt. Das heißt, der kann sich auch noch entwickeln. RB macht einfach in der Hinsicht alles richtig. Die haben einen Plan und der funktioniert und der wird in den nächsten Jahren noch weiter aufgehen. Klar werden sie viel investieren, aber sie werden weiter in junge Spieler investieren, in Talent investieren und die aufbauen. Und das funktioniert und das ist doch super für den deutschen Fußball. Sie bringen Talente nach oben, sie haben damit erfolgreichen Fußball, sie machen was für die Nationalmannschaft, sie machen was eventuell im internationalen Bereich für den deutschen Fußball, indem sie beispielsweise in einer 5-Jahres-Wertung aktiv sind, wenn sie irgendwann nach Europa kommen. Was will man denn mehr? Jetzt kann man diesen Punkt mit der Tradition ansprechen. So Vereine wie 96 oder wie Frankfurt oder wie Bremen müssen in eine zweite Liga gehen. Ja, dafür, dass RB hochkommt. Aber ganz ehrlich, durch was denn? Durch Fehler im Management, durch Fehler in der Vereinsführung. Deswegen gehen die runter. Die gehen nicht runter, obwohl sie guten Fußball spielen. Nein, die haben ja Fehler gemacht. 96 hat Fehler gemacht. Bremen hat Fehler gemacht. Frankfurt hat Fehler gemacht. Und dementsprechend werden sie dafür bestraft. Warum soll ein Verein denn nicht dafür hochkommen? Bei Freiburg beschwert sich keiner, bei Nürnberg auch nicht. Die Vereine haben Tradition, gar keine Frage. Aber wie definiert man Tradition? Ein Verein wird neu gegründet, RB wird neu gegründet. Ein Projekt in einer Region, die absolut nichts mehr mit Erstliga-Fußball zu tun hat, im Osten. Da haben wir nichts mehr, da gibt es nichts. Und jetzt kommt Leipzig, Dresden in der zweiten Liga. Dresden und Leipzig sind die beiden einzigen Projekte, die überhaupt da noch irgendwas bringen, fußballtechnisch gesehen. So, und Leipzig wird als Zentrum hochgezogen. Ja, mit einem Nachwuchsleistungszentrum,
als großer Sammelpunkt für viele Fußballfans im Osten, die eventuell so mit einem neuen Verein für sich finden können oder ihre Kinder für Fußball begeistern können. Mit einfach einem guten Programm, ohne Randale, mit einem klaren Vereinsimage, mit einem klaren Vereinskonzept, junge Spieler zu fördern und ein Familienprojekt zu sein. Die Fans von RB, man kann natürlich sagen, es reisen nicht so viele Mitgliedschaften von Traditionsvereinen, ja, aber die Fanszene muss sich entwickeln, Freunde. Den Verein gibt es noch nicht lange, die Fanszene wird sich aber entwickeln und die ist jetzt schon echt nicht schlecht. Guckt euch mal die Reaktion an, wenn da ein Tor fällt im Stadion. Das ist geil, das ist richtig geil. Da bringt es Spaß, dazu zu gucken. Das Stadion ist auch wunderschön. Die Stadt, ja, wird auch aufblühen, die wird boomen. Das ist doch super, es gibt doch nichts Besseres für die Region, für die ganze Stadt und für den Verein. Und natürlich haben sie keine Tradition, aber die muss man sich aufbauen. Das geht doch, man kann doch nicht als neu gegründeter Verein direkt Tradition haben. Das wird sich entwickeln, das muss sich entwickeln. Jeder Verein hat irgendwann mal klein angefangen. Und nur weil RB es jetzt macht und weil RB es ein bisschen schneller macht als andere, mit ein bisschen Starthilfe, ja, aber nicht irgendwie in dem Sinn Ronaldo kaufen, sondern talentierte Spieler, da ist in meinen Augen einfach nichts Verwerfliches hinter. Und deswegen werde ich RB auch in der ersten Liga mit sehr viel Wohlwollen betrachten und schauen, wie dieses Projekt weitergeht. Ich feiere das, was da passiert. Ich bin kein RB-Fan, ich bin 96-Fan von ganzem Herzen, ja. Aber ich sympathisiere alleine deswegen damit, weil viele Leute viel zu unobjektiv die ganze Sache sehen und weil viele Leute einfach sinnlos haten, nur weil es kein Traditionsverein ist, beziehungsweise weil RB dahinter steht. Das ist in meinen Augen einfach der falsche Weg und die werden gerade durch das, was sie fußballerisch zeigen, viele Menschen begeistern. Die werden für den deutschen Fußball eine große Bereicherung sein und die werden vor allem für Talente in den nächsten Jahren eine Anlaufstelle sein und eine Entwicklungsstelle sondergleichen. Da gibt es nichts anderes. Bayern kauft die auch Talente, lassen sie nicht spielen. Ein Weiser geht zu Berlin, der dreht da jetzt durch. Wenn er zu RB gewechselt wäre, hätte er direkt gespielt. Ne? Und so wird es in den nächsten Jahren sein. Die Fans werden sich weiterentwickeln, der Verein wird sich weiterentwickeln, die Kultur wird sich weiterentwickeln, die Tradition wird sich weiterentwickeln und sie werden schneller natürlich wachsen als andere Vereine mit Tradition, beziehungsweise sie schneller aufbauen, dank dem Geld, aber natürlich wollen die auch einen Profit daraus ziehen, das will jeder Fußballverein, das ist für jeder Fußballverein eine Profitorganisation. Man sieht ja wirtschaftlich, was das für ein Ruin ist, für 96 Beispiel abzusteigen, wie schlimm das ist, ja, jeder Verein ist irgendwo auf Profit aus und RB macht es halt mit Investments, die jetzt getätigt werden, aber die für die Zukunft auf jeden Fall eine Menge an Geld auch wieder in die Kassen spülen werden. Und das in meinen Augen ist nicht verwerflich, sondern einfach ein super Projekt. Und das werde ich auch weiterhin so sehen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung reinschreiben. Bleibt objektiv. Ich habe viel gesagt. Ich habe viel mich verstrickt in Sachen. Eventuell in euren Augen auch in Widersprüchen. In meinen Augen nicht. Natürlich, das mit dem Geld, gerade dieses Investment, was ich gerade gesagt habe, sie kaufen sich halt nicht sinnlos hoch, wie es Wolfsburg damals versucht hat, sondern in meinen Augen mit Konzept. Und das ist das Positive, ja. Wie ihr seht, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch jetzt an der Stelle erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bleibt objektiv, bleibt freundlich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein. Ciao.